Es war einmal ein Königreich. Ein Königreich voller Freundlichkeit. Dort lebten ein König und eine Königin, die nur einen Wunsch hatten. Sie wünschten sich ein Kind. Der König und die Königin waren sehr gute Menschen. Daher wussten sie in ihren Herzen, dass ihr Wunsch eines Tages wahr werden würde. Und nicht lange Zeit später sollte genau dies eintreffen. Sie wurden mit einem gesunden Mädchen gesegnet. Da sie so sehr strahlte wie die Sonne, die das Land erhellt, nannten sie die Prinzessin Aurora, ein altes Wort für Sonnenaufgang. Der König und die Königin beschlossen, zu Ehren der Geburt ihrer Tochter einen großen Ball zu halten. Alle waren eingeladen, sogar die Feen, die im verzauberten Wald lebten. Aber der König und die Königin machten einen großen Fehler. Sie vergaßen, eine bestimmte Fee einzuladen. Jedermann im ganzen Königreich und Könige und Königinnen der benachbarten Königreiche kamen herbei und brachten Aurora Geschenke und gute Wünsche. Schließlich war es Zeit für die 12 Feen. Die Feen brachten Aurora sehr außergewöhnliche Geschenke. Mit ihren Zauberstäben bescherten sie ihr alles, was sie sich je wünschen könnte. Schließlich waren nur noch 3 Feen übrig, die ihre Geschenke noch nicht präsentiert hatten. Auch sie gaben Aurora wundervolle Geschenke. Möge alle Schönheit der Welt immer dein sein. Kleine Prinzessin, mein Geschenk ist ewige Fröhlichkeit. Mögest du niemals traurig sein. Gerade als die letzte Fee ihr Geschenk darbringen wollte, passierte etwas sehr Unerwartetes. Der gesamte Ballsaal war plötzlich mit grünem Nebel gefüllt. Und als der Rauch sich lüftete, erschien eine schwarze Fee. Der König fragte, wer diese Fee sei, die uneingeladen zum Fest erschienen war. Die anderen Feen erkannten sie sofort. Es war die bösartige schwarze Fee. Ich sehe, dass alle eingeladen waren. Alle Bewohner des Königreichs, Könige und Königinnen und die Feen. Aber leider war ich nicht eingeladen. Der König entschuldigte sich für diese Unhöflichkeit. Ich werde dieser schönen Prinzessin natürlich auch ein einzigartiges Geschenk dalassen. Die wunderschöne Prinzessin wird aufwachsen, umgeben von Glück, Liebe und Bewunderung. Aber an ihrem 16. Geburtstag, bevor die Sonne untergeht, wird sie sich an einer Nadel stechen und sterben. Ergreift dieses Monster! Rief der König, aber die schwarze Fee verschwand mit lautem Gelächter. Es war noch ein Geschenk einer guten Fee übrig. Sie war nicht so mächtig wie die schwarze Fee, aber sie war in der Lage, den bösen Fluch wenigstens etwas zu mildern. Ich kann den Fluch nicht umkehren, aber ich kann seine Wirkung ändern. Du sollst nicht sterben, wenn der Fluch eintritt, sondern in einen tiefen Schlaf fallen, aus dem dich nur ein Kuss wahrer Liebe erwecken kann. Der König wollte vermeiden, dass der Fluch je in Kraft trete. Also verordnete er, dass jede Nadel, jedes Spinnrad und alles, das einer Nadel auch nur ähnlich sah, gesammelt und im Hofe des Schlosses verbrannt werden sollte. Dank der Geschenke der Feen wuchs Prinzessin Aurora zu einem wunderschönen und gutherzigen jungen Mädchen heran, das überall beliebt war. Eines Tages ordnete der König an, dass 3 der Feen immer an Auroras Seite sein und auf sie aufpassen sollten. Aurora hatte viel Spaß mit ihren Feenfreundinnen. Schließlich war der Tag gekommen, an dem Prinzessin Aurora 16 Jahre alt wurde. Der Fluch der schwarzen Fee sollte vor Sonnenuntergang in Kraft treten. Der König und die Königin
taten alles, um dies zu vermeiden. Aber sie waren sehr besorgt, dass es trotzdem geschehen würde. Sie schlossen Aurora in ihrem Zimmer ein, um sie zu beschützen. Aber da sie nicht verstand, was los war, war Aurora nicht sehr erfreut darüber, eingeschlossen zu sein. Plötzlich öffnete sich eine Tür in der Wand. Aurora war sehr verblüfft. Sie hatte diese Tür noch nie gesehen. Und sie hörte seltsame Geräusche von hinter der Tür kommen. Neugierig und sich keiner Gefahr bewusst, ging Aurora durch die Tür. Sie betrat einen Raum, in dem eine alte Frau an einem Spinnrad saß und ihr den Rücken zukehrte. Wie verzaubert ging Aurora auf das Spinnrad zu. Gerade als die Sonne unterging, trat der Fluch der schwarzen Fee in Kraft und Aurora streckte ihre Hand nach der Nadel aus. Und dann passierte es. Mit nur einer Berührung der Nadel sank sie zu Boden und fiel in ihren unendlichen Schlaf. Und so war es geschehen. Genau zu Sonnenuntergang hatte sich der Fluch der schwarzen Fee an Auroras 16. Geburtstag erfüllt. Aurora wurde in ihre schönsten Kleider gekleidet und auf ein Blumenbett gelegt. Damit begannen die Zeiten, in denen Aurora als Dornröschen bekannt wurde. Der König und die Königin konnten den Schmerz nicht mehr ertragen. Also beschlossen sie, den gesamten Hof schlafen zu lassen, bis Aurora wieder aufwachen würde. Jahre vergingen. Eines Tages kam ein schöner Prinz vorbei und bemerkte das Schloss, das von Dornenbüschen und Efeu umrankt war. Seine Männer erzählten ihm die Geschichte des Schlosses und des Dornröschens. Der Prinz wurde neugierig und entschied, das Schloss zu betreten. Die Büsche waren zu dicht und die Dornen machten es fast unmöglich, sie zu durchdringen. Der Prinz zog sein Schwert und schlug sich den Weg durch die Büsche frei. Als er endlich durch die dicke Hecke hindurch war und vor dem Schloss stand, sah er zwei Wächter schlafend vor dem Tor liegen. Er öffnete das Tor und war erstaunt von dem Anblick. Überall lagen Menschen auf dem Boden. Er begann durch das Schloss zu laufen und kam zu den Gemächern des Königs. Der König und die Königin schliefen auf dem Sofa. Dann sah er einen Raum mit halb geöffneter Tür. Er trat ein. Dies war der Raum, in dem Dornröschen auf ihrem wunderschönen Blumenbett schlief. Der Prinz trat ans Bett heran, sah die Schönheit an und lehnte sich zu ihr herüber. »Du bist das berühmte Dornröschen. Du bist so wunderschön«, flüsterte er in ihr Ohr. Er war so überwältigt von ihrer Schönheit, dass er sie auf die Stirn küsste. In diesem Moment öffnete sie ihre Augen und erblickte den schönen Prinz, der sie ansah. Als Aurora erwachte, wachte das gesamte Schloss mit ihr auf. Der König und die Königin rannten sofort in Auroras Zimmer, um zu sehen, ob alles in Ordnung war. Als sie ihre schöne Tochter wach sahen, waren sie voller Freude und Glück. Der Prinz hielt um Dornröschens Hand an. Die Prinzessin lächelte und nahm seinen Antrag an. Und natürlich gab der König seinen Segen für die Hochzeit. Der Prinz hatte schließlich seine Tochter und das Königreich gerettet. Sie hatten die schönste Hochzeitszeremonie, die man je im Königreich gesehen hatte. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Es war einmal ein wunderschönes Schloss in einem weit entfernten Land. In diesem traumhaften Schloss lebte eine wunderschöne Königin. Die Königin hatte nur einen Herzenswunsch. Und das war, eine kleine Tochter zu haben. An einem kalten Wintertag, als die Königin am Fenster saß und nähte, stach sie sich mit der Nadel in den Finger. Sie wischte das Blut mit einem Stück Baumwolle weg und äußerte einen Wunsch.
Ich wünsche mir eine Tochter mit Haut so weiß wie Schnee und Augen, die so strahlen wie Juwelen. Mit Lippen so rot wie Blut und einem Herz voller Freude und Liebe. Eines Tages wurde der Wunsch der Königin wahr und sie gebar ein wunderschönes Töchterchen. Sie nannte das Kind Schneewittchen. Die Jahre vergingen, aber das Glück sollte nicht lange anhalten. Die gute Königin wurde bald krank und verstarb. Nach einer Weile wurde der König alt und schwach, also beschloss er, wieder zu heiraten. Die neue Königin war schön, aber sie hatte ein kaltes Herz. Sie war eine arrogante und rachsüchtige Frau. Jeden Tag schaute die Königin in ihren magischen Spiegel und fragte: Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Und der Spiegel antwortete: Frau Königin, ihr seid die Schönste im ganzen Land. Und die Königin war erfreut über die Antwort. Mit der Ankunft der bösen Königin begann alles im Schloss sich zu verändern. Wegen ihrer boshaften Machenschaften verfiel das Königreich in große Unruhe. Um diese Unruhen zu besänftigen, musste der König das Schloss für eine Weile verlassen. Die böse Königin war darüber sehr erfreut. Jetzt, wo der König fort war, konnte sie tun und lassen, was sie wollte. Die Jahre vergingen schnell. Und Schneewittchen wuchs zu einer schönen jungen Frau heran. Nicht zu weit vom Schloss entfernt, sah ein Prinz plötzlich Schneewittchens Abbild in dem Fluss, aus dem er trank. Er sah sich um, aber konnte niemanden sehen, außer den Vögeln über seinem Kopf. Eines Tages stand die Königin wieder vor ihrem magischen Spiegel. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Der Spiegel antwortete: Naja, tut mir leid, meine Königin, aber Schneewittchen ist die Schönste im ganzen Land. Die Königin war außer sich vor Wut, als sie dies hörte. Sie rief nach ihrem Jäger und gab ihm einen schrecklichen Auftrag. Gehe mit Schneewittchen in den Wald und bringe mir ihr Herz. Die Soldaten brachten Schneewittchen zur Königin. Willkommen, Schneewittchen. Ich dachte, dass du dich im Schloss vielleicht langweilst. Geh doch etwas frische Luft im Wald schnappen. Keine Sorge, mein bester Jäger wird auf dich aufpassen. Der Jäger führte Schneewittchen tief in den Wald. Er musste den Befehl der Königin ausführen. Aber als er sah, was für ein gutherziges und liebevolles Mädchen Schneewittchen war, konnte er es nicht übers Herz bringen. Er sagte ihr, sie solle weglaufen und nie wieder zum Schloss zurückkommen. Als die Sonne unterging, ließ er sie im Wald und lief zum Schloss zurück. Schneewittchen hatte Angst ganz allein im dunklen Wald. Sie setzte sich unter einen Baum und begann zu weinen, bis sie schließlich einschlief. Am Morgen wachte Schneewittchen zum Zwitschern der Vögel auf. Viele freundliche kleine Tiere umgaben sie. Die Tiere kannten und liebten ihre Prinzessin und zeigten Schneewittchen den Weg. Sie brachten sie zu einem Hause. Es war winzig klein und niedlich wie die Tiere selbst. Zögerlich öffnete Schneewittchen die Tür. Alles in dem Haus war winzig und es war sehr unordentlich. Schneewittchen konnte sich nicht vorstellen, wem ein solch sonderliches Haus gehören konnte. Aber sie wusste nicht, wo sie sonst hingehen sollte. Also begann sie, das Haus aufzuräumen.
Nachdem sie das Haus aufgeräumt hatte und alles blitzeblank war, kochte Schneewittchen mit den winzigen Küchenutensilien etwas zu essen. Wie alles andere waren auch die Betten in dem Haus extrem klein. Aber Schneewittchen war so müde, dass sie auf der Stelle einschlafen wollte. Sie sorgte sich nicht, dass ihr dort etwas geschehen würde, also schob sie zwei Betten zusammen und legte sich auf ihnen schlafen. Am Abend kamen die 7 Zwerge, die die Bewohner dieses Hauses waren, von ihrer Arbeit in den Minen zurück. Als sie eintraten, waren sie sehr erstaunt. Das Haus war blitzeblank und alles war aufgeräumt und es roch nach leckerem Essen. Pimpel wollte die Suppe probieren, aber weil er so ungeschickt war, verschüttete er sie über den Boden. Der Chef versuchte herauszufinden, was vor sich ging. Was ist denn hier passiert? Wer hat all die Arbeit erledigt? Wenn ich etwas Schlaf bekomme, finde ich sicherlich die Antwort, sagte Schlafmütz gähnend. Die 7 Zwerge gingen die Treppe hinauf. Als sie das Schlafzimmer betraten, trauten sie ihren Augen nicht. Das schönste Mädchen, das sie je gesehen hatten, lag dort auf ihren winzigen Betten. Schneewittchen erwachte von dem Lärm und sprang aus dem Bett. Sie blickte in die 14 Augen der Zwerge, die sie anstarrten. Schließlich sprach sie zögerlich. Mein Name ist Schneewittchen. Es tut mir leid, dass ich euer Haus betreten habe. Ich will euch nichts Böses. Na, das ist uns wohl klar. Sonst hättest du wohl kaum unser Haus aufgeräumt und für uns gekocht, antwortete der Chef. Er stellte ihr die Zwerge vor. Wir sind die 7 Zwerge. Das sind Happy, Brummbär, Seppel, Hatschi, Pimpel und ich bin der Chef. Und das ist Schlafmütze. Schneewittchen freute sich, dass sie jetzt 7 neue Freunde hatte. Sie erzählte den Zwergen alles, was ihr passiert war. Die Zwerge hatten Mitleid mit ihr. Sie baten sie, bei ihr zu bleiben. Schneewittchen war einverstanden. Sie blieb bei den Zwergen und half ihnen mit der Hausarbeit. Sie hatten frohe und glückliche Zeiten zusammen. Aber ihr Glück sollte nicht lange anhalten. Eines Tages fragte die Königin ihren Spiegel wieder die gewohnte Frage. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Die Antwort war die gleiche wie vorher. Tut mir leid, meine Königin, aber Schneewittchen ist immer noch die Schönste im ganzen Land. Die Königin dachte, dass Schneewittchen tot sei. Sie wusste nicht, dass der Jäger ihr das Herz eines Rehs gebracht hatte, anstelle von Schneewittchens, und beschloss, den Job selber zu Ende zu bringen. Es war ein neuer, glückerfüllter Morgen im Hause der Zwerge. Schneewittchen verabschiedete die Zwerge mit je einem Kuss auf die Wange. Wie jeden Morgen warnte sie der Chef. Vergiss nicht unsere Regel. Wenn ein Fremder an die Tür klopft, wenn wir nicht daheim sind, mache nicht auf. Natürlich, Chef. Kommt nicht zu spät nach Hause, meine Lieben. Als Schneewittchen das Abendessen vorbereitete, hörte sie, wie jemand an die Tür klopfte. Sie erwartete die Zwerge nicht so früh wieder zurück. Wer ist da? Chef, seid ihr das? Von draußen hörte sie eine alte Frau sprechen. Ich will nichts Böses, mein liebes Mädchen. Bitte lass mich ein. Schneewittchen blickte durch den Spion und sah eine arme, alte Frau draußen stehen, die ganz harmlos aussah. Also öffnete sie die Tür. Oh, mein schönes Kind. Ich bin eine arme, alte Frau. Ich wäre dir für einen Teller Suppe auf ewig dankbar. Schneewittchen ließ die alte Frau ins Haus und machte ihr einen Teller Suppe. Danke, mein Kind. Ich habe kein Geld, aber ich habe einen wundervollen, reifen Apfel für dich. Nur ein Biss wird dir himmlisch schmecken.
Schneewittchen war neugierig und nahm einen Biss von dem Apfel. Aber sobald sie den Apfel in den Mund nahm, wurde sie ohnmächtig und sank zu Boden. Die alte Frau war niemand anders als die böse Königin in einer Verkleidung. Und der Apfel war nicht himmlisch, sondern vergiftet. Nur ein Biss war genug, um Schneewittchen in einen Schlaf zu versetzen, aus dem sie nie wieder aufwachen sollte. Als die 7 Zwerge nach Hause kamen, fanden sie Schneewittchen auf dem Boden liegen. Der Chef fand den Apfel mit dem Bissabdruck. Der Apfel muss vergiftet sein. Das muss das Werk der Königin sein. Schneewittchen war so schön, sogar wenn sie schlief. Also legten die Zwerge sie in einen Sarg aus Glas, mit den wertvollsten Steinen besetzt. Und sie stellten ihn auf einen Hügel, wo alle ihre Freunde sie sehen konnten. Eines Tages kam der Prinz in den Wald, in dem Schneewittchen schlief. Schneewittchens Freunde zeigten ihm den Weg und brachten ihn zu dem Sarg aus Glas, in dem sie lag. Der Prinz traute seinen Augen nicht. Die schöne Prinzessin, die er einmal in dem Fluss gesehen hatte und die ihm immer wieder im Traum erschien, lag direkt vor ihm. Er öffnete den Sargdeckel und küsste Schneewittchen. In diesem Moment passierte etwas Magisches. Die Liebe des Prinzen brach den Fluch der Königin und Schneewittchen öffnete ihre Augen. Zur gleichen Zeit hörte der König, was seiner Tochter widerfahren war. Er zerbrach den magischen Spiegel und verbannte die Königin aus seinem Königreich. Schneewittchen konnte endlich ins Schloss zurückkehren und war mit ihrem Vater vereint. Sie und der Prinz hatten eine wundervolle Hochzeit. Der König, Schneewittchen, der Prinz und die 7 Zwerge lebten glücklich zusammen. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.